Ja, alle Hafehecken da draußen. Schön, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ja, ich möchte heute eigentlich nicht so viele Worte verlieren, denn der ein oder andere, der mag das nämlich gar nicht, wenn der Ploschi einfach so vor sich hin redet. Deswegen, ich versuche das Vorgeplänkel nicht so lange in die Länge zu ziehen. Auch eine schöne Wortkonstruktion. Ich werde in diesem Video einige Sachen sagen, die sich auf ein anderes Video beziehen, und zwar das, wo ich das AK Wachs auf den Testschrauben angebracht habe. Wer das Video noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt tun, selbstverständlich. Ich werde ja hier eine Infokarte einblenden, die euch dann auf das Video verweist. Das ist nicht zwingend notwendig, denke ich, aber ja, ich wollte darauf verwiesen haben, falls ihr Fragen habt, was das ist und was ich da tue. Das fragen sich einige, aber das spielt gerade keine Rolle. Also, nicht lang rumschnacken, Schiffsschraube, wir beschäftigen uns heute mit der Schiffsschraube. Und ja, wir legen direkt los. Das heißt, Perspektivwechsel, der gewohnt gute, und dann legen wir sofort los. Also, Richter rankommen, los geht's. Bis gleich. So, ihr Lieben, der Perspektivwechsel hat wie immer perfekt geklappt. Aber ich wollte ja nicht so lange rumreden. Wir legen direkt los. Also wir haben hier die Schiffsschrauben in so einer Box. Das habt ihr ja im Unboxing gesehen. Achtung, es könnte laut werden. Und hier haben wir eine der größeren Elemente. Und wie ihr schon hier schön sehen könnt, hier sind die einzelnen Schrauben. Ich hole sie mal aus der Tüte heraus, dann sehen wir das auch. Und so, nicht schön langsam, damit wir nichts kaputt machen. Und hier sehen wir dann die einzelnen Flügel. Ich habe mal wieder was vorbereitet. Also, wie ihr hier sehen könnt, das ist der Kern der Schiffsschraube, das heißt das innere Element. Und was mir hier besonders gefällt, sind die Detaillierungen. Wir haben hier teilweise so Einkerbungen und so weiter. Und was natürlich noch besser ist und uns das Lackieren zumindest vereinfacht, ist, dass wir die Teile, die wir ja sowieso separat brauchen, hier auch schön separat haben und die einzeln bemalen können und wir erst danach die Schiffsschraubenblätter anbringen können. Bei den Schiffsschraubenblättern, das finde ich auch nochmal besonders schön, wir sehen hier diese ganzen Bolzen, die eben ja die dem Ganzen richtig Detail verleihen. Ich habe mal hier zum Vergleich die Schiffsschrauben aus dem Trumpeter Set nochmal herausgesucht. Und wie wir hier sehen, hier haben wir überhaupt keine Art von Detaillierung. Also wir haben hier keine Einkerbung, nichts. Wir haben hier auch auf der Innenseite, also quasi da, wo das Ganze dann angebracht wird, überhaupt keine irgendwie auch nur ansatzmäßige Andeutung von Bolzen. Es wirkt so, zumindest bei diesem Satz von Schiffsschrauben in dem Maßstab, dass die aus einem Guss gewesen sind. Ich werde euch selbstverständlich nochmal Bilder zeigen oder einblenden, wo man eben ganz genau sieht, dass die Schiffsschrauben sehr, sehr, sehr detailliert sind und dementsprechend die Bolzen, ob sie denn jetzt richtig sind oder nicht, ja, das ist mir prinzipiell egal, weil so genau und so nietenzählerisch bin ich dann auch nicht unterwegs. Wie gesagt, mir geht es einfach nur allein um die ganzen Details hier. Ich finde das schön, dass es diese Bolzen gibt, weil sie auch auf den Fotos der Olympic sehr, sehr gut zu sehen sind. Warum es keine Bilder der Titanic in dem Zustand oder das gehört dazu, wenn man kein Skript hat, man verplappert sich. Also, zurück zum Thema. Es gibt keine Fotos von der Schiffsschraubenanlage der Titanic. Das wollte ich sagen. Warum das so ist, habe ich euch auch schon erzählt in einem anderen Video. Müsst ihr mal gucken, da ging es ja auch um die Faktenfolge mit der Mittelschiffsschraube, deswegen ja, da könnt ihr gerne nochmal nachschauen, wenn ihr das wissen wollt, warum es von der Titanic keine Bilder der Schraubenanlage gibt. Also, ein sehr markantes Detail, wie gesagt, sind diese großen Bolzen. Ich finde das super
Und das war mit ein Grund für mich, für das KA-Detailset zu gehen. Hier unter der Plattform, unter der Kompass-Plattform, die ja zwischen dem zweiten und dritten Schornstein gesessen hat, darunter verbirgt sich die dreiblättrige Mittelschiffschraube. Ich werde auch tatsächlich mit der dreiblättrigen Mittelschiffschraube gehen. Den Grund dafür habe ich ja bereits erzählt. Übrigens auch in dem Video über die Mittelschiffschraube. Also ich werde auch mit der Mittelschiffschraube definitiv gehen. Da gibt es nicht so viele Details, ist aber generell kein Problem. Wie ihr seht, wir werden erst die, ja, das Gerüst der Kompass-Plattform ja, entweder aussägen müssen oder mal gucken, ob wir gegebenenfalls schon irgendwie unten an die Zapfen für die Schiffschraube kommen. Die ist ja unten hier, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier unten. Naja, auf jeden Fall unter ihr sind so Zapfen wie hier überall, die ja beim 3D-Druck sehr, sehr bekannt sind. Mal gucken, ob wir da von hier aus irgendwie drankommen, um nur die Schiffschraube rauszulösen und nicht jetzt schon die Kompassplattform oder das Gerüst der Kompassplattform zu beschädigen. Gut, dann würde ich sagen, ab ans Werk und los geht's. So, wie machen wir das? Ich habe euch ja schon in dem Unboxing-Set vom KA-Set gesagt, oder KA, oder wie auch immer das Set heißt, dass das ja alles 3D-gedrucktes Resin ist. Und 3D-gedrucktes Resin ist sehr, sehr bruchanfällig. Das heißt, derjenige, der hier anfängt, das rauszureißen, weil er der Meinung ist, dass diese Gestänge hier ja quasi überhaupt die super schön halten und so weiter, der irrt. Also man muss die Dinge auf jeden Fall raussägen. Ich habe hiervon natürlich wieder, also quasi das Video könnte fast davon gesponsert sein, so oft ich die erwähne, wieder eine Tamiya-Säge mit ganz kleinem Sägeblatt oder sehr fein zähnigem Blatt. Ja, kommt das da drauf? Kriegen wir das fokussiert? Ah, nicht wirklich. Okay. Also es ist sehr, sehr, sehr fein Säge. Also es ist eine sehr, sehr feine Säge. Und damit setze ich quasi hier unten an und säge dann ja, die einzelnen Bauteile heraus. Man kann sogar, wenn wir das umdrehen, man sieht hier, KA hat das soweit gut gemacht, dass man hier einzelne Fragmente hat. Also die ganze Platte besteht aus einzelnen Fragmenten und wir haben hier diese Trennlinien. Genau diese Platte brauchen wir dann. Das heißt, ich würde jetzt quasi hier ganz vorsichtig die Sachen auftrennen, dass wir dann quasi nur das eine Segment brauchen. Das würde ich uns quasi raussägen. Also wie ihr schon seht, die Platte ist an sich auch nicht sehr, sehr stabil. Also man muss da wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. So. So ein bisschen wabbelig das Ganze ist. So. Nicht so toll. Nicht so toll. Also, man könnte diese Platte raustrennen. Ich tue es jetzt nicht, das ist mir zu blöd. Also das ist ja Wahnsinn. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich säge jetzt quasi hier schön die, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Vielleicht kann das ja Mario beantworten. Wie man diesen Kern der Schiffschraube nennt. Ich weiß nicht, Schiffschraubenkern, Schiffschraubenkopf? Ich weiß es nicht. Ich habe ja mit Schiffsbautechnik oder Fachbegriffen, was den Schiffbau betrifft, ja absolut gar keine Ahnung. Das wäre aber doch eine Sache, die könnte Mario doch sehr, sehr gut beantworten, finde ich. Okay, ja, oder man macht es so. Also die Trennlinien kann man sehr, sehr gut, tatsächlich sehr, sehr gut aufreißen. Außer jetzt hier die zwei kleinen, aber die sind ja dann nur noch alibimäßig halten die das Ganze. So, sieht man das hier? Ja, müsste man sehen. So, dann können wir das hier noch schnell umbiegen. Seht ihr, dann kommt das Ganze ganz von alleine. Ja, wunderbar. Erleichtert das Ganze. Genau. Das heißt, wir haben hier die ganze Platte, die Schiffschraube. Wir haben hier nochmal zwei Lufthutzen. Die brauchen wir nicht, die müssen wir gucken. Hier haben wir ja nochmal ein Teil, was zwischen Luke 1 und 2 sitzt, vorne am Bug.
auf dem C-Deck. Die brauchen wir auch noch nicht. Das heißt, dahingehend versuche ich die auch hier dran zu lassen. So. Okay, wisst ihr was? Das könnte ein bisschen dauern. Ich mache das mal gerade schnell offscreen und melde mich dann gleich nochmal mit den gelösten, herausgetrennten Teilen wieder. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Also ich habe mal bestimmt jetzt eine gute halbe Stunde gebraucht, um die ganzen Teile mal hier rauszulösen aus den Ästen. Diese kleinen Haltenasen, wie auch immer man sie nennen mag, waren super widerspenstig. Und mit dieser kleinen Säge war das wirklich eine Tat, sie rauszuholen. Aber wir haben es geschafft. Ich kann euch jetzt nochmal alles sehr gut im Detail zeigen. Also hier haben wir den Schraubenkopf oder den Kern der Schiffsschraube. Viele können sich jetzt wahrscheinlich nichts drunter vorstellen, aber ich mache jetzt mal eine Sache und nehme jetzt hier ein Schraubenblatt. Wir haben hier auch Halbmondöffnung, das heißt, wir können die nur in eine Richtung hier auf der Schraube platzieren und erhalten dann. Moment, Fokus, Fokus, da ist der Fokus. Das sieht schon geil aus, oder? Und gerade diese Optik, dass die so ein bisschen zusammengesetzt sind, genau das. Darum geht es ja. Ne? Also mir gefällt das bestialisch gut. Ich versuche jetzt noch mal eine zweite Schiffsschraube anzubringen. Ein Schiffsschraubenblatt, so rum. So, und dann haben wir schon... Also ich finde das super detailreich. Mir gefällt das super gut mit. Unter anderem der Hauptgrund, warum ich mich, wie gesagt, für dieses KA-Set entschieden habe. Ja, deswegen... fahre ich mit dem KA-Set. Was werde ich jetzt tun? Ich werde jetzt alles, die ganzen Bauteile, auf ein kleines Stück Styropor anbringen. Hier werde das mit doppelseitigem Klebeband bekleben. Dann die ganzen Einzelteile hier an draufkleben. Und dann das Foto. Warum ich das tue, zeige ich euch sehr gerne ein. Ich blende euch jetzt gerne ein Foto ein mit dem Ganzen. Weil an dem Wrack der Titanic ist von Forschern herausgefunden worden, dass dieser Schutzanstrich, der ja auch sich auf der, ja, auf dem Rumpf befindet, nämlich das Rot, auch bis hinten zu den Schiffsschrauben gegangen ist. Das heißt, dieser Kern hier, der war mit diesem Rot bemalt und sogar noch ein bisschen genauer hier die Fläche, die eben durch die Bolzen an dem Kern der Schiffsschraube angebracht waren. Da war noch das Rot drauf, deswegen werde ich jetzt die ganzen Teile hier anbringen. Das mit diesem Rotoxid, der Grundierung Rotoxid von Tamiya besprühen und dann mit dem Wachs von AK dann die Flügel bemalen. Und vorher natürlich alles schon abkleben, damit auch nichts rein oder raus tropfen kann. Ne? Gut, also. Mission für jetzt. Ich klebe die Dinge auf, bemale die schnell und dann sehen wir uns gleich, nachdem ich das gemacht habe, sofort wieder. Also, bis gleich. So, liebe Freunde, wie ihr seht, so sieht das Ganze aktuell aus. Also, wir haben hier, wie gesagt, wie ich schon eben gesagt habe, doppelseitiges Klebeband, die einzelnen Bauteile in relativ großer Distanz zueinander, einfach damit auch an allen Stellen genug Grundierung hinkommt. Was habe ich vorher gemacht? Wollen vielleicht auch ein paar wissen. Wir hatten natürlich auf der Unterseite, also überall da, wo die Bauteile letztendlich unten mit diesen kleinen Stutzen an die Platte angebracht waren, die habe ich mit 3000er Schleifpapier beziehungsweise hier mit so einem Schleifschwamm fertig gemacht, habe aber vorher mit einem baumarktüblichen Schleifpapier, wir haben hier die 180er Körnung, bis zu einem gewissen Level sehr, sehr grob weggeschliffen und dann, wo es dann immer näher zu den Bauteilen ging, da habe ich tatsächlich dann den Schleifschwamm genommen und ganz fein bis zu den jeweiligen Kanten dann ja, die Überstände abgeschliffen.
was ich danach gemacht habe, ist die ganzen Sachen aus Resin in eine Wasserlake mit also Wasser und Spülmittel eingelegt, damit der ganze Schleifstaub vom Resin, der übrigens an der Stelle auch bitte mit Maske, also sämtliche Teile, die aus diesen Gussästen von MK1 rauslöst, bitte mit Maske. Wir reden hier von Resin und Resinstaub aus dem Heraussägen oder eben vom Ausabschleifen der Einzelteile ist auf jeden Fall giftig. Also bitte arbeitet auch da mit Maske. Das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Ja, bitte macht das. Ich habe das auch entsprechend hinter der Kamera mit Maske gemacht. Einfach um, man muss sich ja nicht noch mehr Gefahren aussetzen als Modellbauer, also sowieso schon. Genau. Und so ist der Stand der Lage. So ist die Lage, das wollte ich sagen. Ihr seht, ja, Styroporblock, ich habe den auch schon öfter benutzt für mehrere Titanics. Also hier sind auch die Schornstein 1, 2, 3, 4 gewesen. Die Technik von Markus war da gar nicht so neu. So, wir lassen das Ganze jetzt noch mal ein bisschen trocknen und dann werden wir sie noch mal einzeln bearbeiten. Vielleicht sage ich noch mal ein, zwei Worte im Zwischenschritt und dann gehen wir mit dem Wachs dabei. Also, kleiner Zwischenschnitt. Wir sehen uns gleich noch mal. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ich wollte doch noch ein paar Sachen loswerden. Ihr kennt mich ja, ich muss ja meinen Teil in den Videos sagen, sonst ist es kein Video von mir, seien wir ehrlich. Und denjenigen, den es gestört hat, dass es am Anfang ist, ja gut, dann baue ich es jetzt ein. Richtiger Fuchs-Move von mir, oder? Genau, ich wollte aber noch zwei, drei Sachen sagen. Und zwar habe ich hier einige Zuschauer von euch, auch vielen Dank an euch, dass ihr da seid, die Trumpeter Titanic gar nicht selber bauen, sondern die Titanic von Hachette bauen. Nun, die haben ein kleines Problem, denn wenn ich den Trailer das Produktvorstellungsvideo von Hachette, der Titanic, richtig im Kopf habe, sind die Schiffsschrauben der Titanic beweglich, beziehungsweise die drehen sich. Das ist ein Problem, weil die Schiffsschrauben ja in der Hachette Titanic nicht so ganz korrekt dargestellt sind. Mit den äußeren dreiblättrigen Schiffsschrauben hätte ich jetzt weniger ein Problem. Sie sind natürlich weniger detailliert als die vom MK1-Set, vollkommen klar. Jeden, den ich von dieser dreiblättrigen Mittelschiffsschraube überzeugen konnte, der hat ein Problem, denn soweit ich den Trailer richtig in Erinnerung habe, ist es eine vierblättrige Mittelschiffsschraube. Ich kann euch allerdings auch noch nicht sagen, weil soweit sind die Bauer noch nicht, wie die Schiffsschrauben der Hachette Titanic aussehen werden. Aussehen im Hinblick von, könnte man sie durch zum Beispiel eine 3D gedruckte Schiffsschraube ersetzen und diese dann in die Hachette Titanic einbauen. Wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen, müsste ich raten. Wer das möchte, dem poste ich in der Videobeschreibung einen Link zu dem 3D-Druck-Service Shapeways, die eine dreiblättrige Mittelschiffsschraube aus, wie gesagt, 3D-gedrucktem Plastik anbieten. Inwieweit ihr den verwenden könnt, kann ich nie sagen. Vielleicht bringt Hachette Ähnliches nochmal raus, wovon ich allerdings nicht ausgehe, dass sie es tun. Vielleicht bietet auch der Kollege, der in der Hachette-Gruppe auf Facebook aktiv ist, ja vielleicht auch einen Zugriffssatz der Schiffsschraube an. Der ist allerdings auch noch nicht so weit, deswegen bin ich da euch ein bisschen voraus. Ja, müsst ihr gucken. Also ich poste den Link gerne zu Shapeways rein. Die Sachen sind leider nicht billig, das ist richtig. Aber ihr hättet zumindest eine schöne, detaillierte, dreiblättrige Mittelschiffsschraube. Und wer das auch noch möchte, Shapeways bietet auch die äußeren Schiffsschrauben an, die zumindest Andeutung dieser Bolzen haben. Die sind natürlich aus einem Druck gemacht, vollkommen klar.
aber sie deuten zumindest noch ein bisschen schwächer als die Teile jetzt hier von KA. Die deuten diese Bolzen zumindest ansatzweise an. Wer für den das eine Alternative ist, dem poste ich den Link auch nochmal rein. Genau. Was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Also, ihr habt gesehen, ich werde mit den KA-Schiffschrauben gehen. Ich finde diese Detaillierung einfach fantastisch. Ich finde es traurig, dass Trumpeter, die ja behaupten, ein sehr detailliertes Bausatzset zu haben, was sie auch haben, aber an manchen Stellen, zum Beispiel eben am Heck, am Heck, wo ich ja diese Zusatzplatten angebracht habe, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und bei den Schiffschrauben genauso, da fehlt es einfach an Detail. Ich weiß nicht, warum die Hersteller das nicht tun. Ich glaube einfach aus dem Grund, weil das Set ja auch in irgendeiner Art und Weise, also auch bei Hachette als auch bei Trumpeter einigermaßen finanzierbar sein muss. Und die können sich natürlich die ganze Entwicklungsarbeit für so ein Propellerproblem nicht leisten. Entschuldigung, ich habe Propeller gesagt. Schiffschrauben ist der richtige Begriff. Nicht, dass mir hier der Mario gleich aufs Dach steigt. Aber wie gesagt, Mario, du kannst mir gerne beantworten, wenn du das weißt. Du hattest ja bei dir auf Arbeit ja mit diesen Maschinenbauern Kontakt oder mit diesem Kollegen, der mit den Schiffschrauben betraut ist. Mich würde wirklich mal interessieren, wie dieser Kern der Schiffschraube heißt, wo eben die Schiffschraubenblätter verbaut werden. Oder verbaut worden sind. Mittlerweile sind ja Schiffschrauben meistens aus einem Guss. Aber vielleicht weiß der eine oder andere das. Würde mich auf jeden Fall freuen, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Genau, aber lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen machen das wahrscheinlich die meisten Hersteller nicht, weil einfach der Entwicklungsaufwand für so einen Blödsinn viel zu groß wäre. Aber umso schöner, dass es Leute gibt, wie der Kollege aus Korea, der eben dieses KA-Set entworfen hat, der auf solche Details ebenfalls Wert legt. Und ich finde, obwohl die Schiffschraube noch nicht ganz endgültig montiert ist, finde ich das megamäßig und es sieht hammermäßig aus. Gut, ich wollte eigentlich nur das loswerden. Für die einen oder anderen, die es noch nicht wissen oder sich das Video nicht angeschaut haben, für das Rot, also für das gleiche Rot, wie ich am Kiel angebracht habe, das ist der Tamiya Surface Primer in Oxidrot. Ich werde den euch auch nochmal in die Videobeschreibung als Link einfügen, so rum. Ich habe mich nur für die Grundierung entschieden und habe da keine andere Farbe aufgebracht, weil ich finde, dass dieses Oxidrot, obwohl es nur eine Grundierung ist, schon sehr gut dieses Schiffsbodenrot darstellen kann. Deswegen, für mich ist die Grundierung gleichzeitig auch die rote Farbe. Damit habe ich quasi jetzt die ganzen Schiffsschraubenteile bemalt, im besten Sinne. Ich gucke mal gerade, wo ich es habe, da ist es. Die Blätter werde ich mit diesem True Metal Wachspaste von AK Interactive machen. Dazu hatte ich ja auch im Vorfeld schon einen kleinen Test mit den Schiffschrauben von der Trumpeter gezeigt. Da werde ich den Link zu dem Produkt auch nochmal gerne reinschreiben. Ich bin absolut überzeugt von dem Wachs. Der Yannick von Modellbaubau Yannick aus der Schweiz, Grüezi in die Schweiz, der hat ja mehrere dieser Pasten für seinen Panzer, Panzerbeobachtungswagen benutzt und hat mir das gleiche Feedback auch nochmal von sich zurückgegeben und auch euch gesagt, dass er von diesem Wachs mehr als überzeugt ist. Er hat ja seine Schiffsschraube von diesem Schiffskutter damit gemacht und wie gesagt, einige andere Farben von diesem Wachs eben für seinen Panzer benutzt und war auch äußerst zufrieden. Deswegen bin ich froh, dass ich euch diesen Tipp mit auf den Weg geben kann. Ich rede wieder viel zu lange, macht nichts. Wir machen jetzt weiter. Also, ich warte noch 2-3 Minuten, bis die Farbe trocken ist und werde dann die Schiffsschraubenblätter dann mit dem Wachs bearbeiten.
Bis gleich im nächsten Perspektivwechsel. So, liebe Jecken, da bin ich wieder. Also, ich habe mal mir so ein kleines Schiffsschraubenblättchen genommen und auf einen Korken mit doppelseitigem Klebeband geklebt und sogar zusätzlich schon den Bereich, den Bereich abgeklebt, den ich nicht mit dem Wachs bearbeiten möchte. Mal gucken, wie es funktioniert. Der Yannick hat mir beim letzten Mal gesagt, hat mir als Anregung gesagt, dass ich doch ein bisschen zu viel von dem Wachs beim ersten Mal aufgetragen hatte. Dementsprechend ändern wir das und ich werde das mit noch dünneren Farbschichten und beziehungsweise mit noch dünneren Farbklecksen dann versuchen. Ich nehme euch gerade mal mit nach unten. Ne, wie gesagt, hier das gute True Metal Wachs von AK Interactive und hier mit der Farbe 460. Also, nicht lang schnacken. Wie gesagt, wir brauchen ganz, ganz wenig davon. Seht ihr das? Ja, müsstet ihr sehen. Gut. Ganz, ganz wenig davon. Und dann geht's los, würde ich behaupten, oder? Ja, ich bin wieder hoch konzentriert, wie ihr seht. Und sag wieder nicht viel. Aber ich finde dieses Wachs so cool. Ich finde das so geil. Ihr seht, ich habe wirklich nur eine ganz hauchfeine Schicht aufgetragen. Und das ganze Rot oder quasi die ganze Grundierung ist quasi erledigt. Obwohl ich sehe, ich glaube, ich werde nicht drum herum kommen. Mit einem feinen Pinsel ein bisschen in die Ecken reinzugehen, um da ein bisschen in die Tiefe reinzugehen. Seht ihr das? Da. Da muss ich hin. So, ein bisschen Überstand natürlich einarbeiten. Aber ich sag mal, dieses Wachs ist, also jetzt mal ohne, also habe ich auch schon, glaube ich, genau den gleichen Text auch schon beim ersten Mal gesagt. Ich finde dieses Wachs einfach mega geil. Ich finde, das glänzt super gut und trifft diesen Bronze-Messing-Effekt der Schiffsschraube einfach so genial. Also da hat sich der Entwickler echt Mühe gegeben. Das war echt gut. Sieht super aus. Und wie gesagt, man braucht halt super wenig, um ja, sehr, sehr starke Grundierung, wie ihr seht. Einfach zu überdecken. Also ich finde dieses Zeug der Hammer. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen weniger aufträgt, dann verreibt, also kann man so ein bisschen den Untergrund sehen, was ja eigentlich auch cool ist, weil so eine Schiffsschraube ja generell auch sich so, oder die Farbe auf der Schiffsschraube sich so ein bisschen abnutzt und ja, abfällt, fällt sie ab, ja, aus, ja, egal, sie ist weg. Und also ich finde dieses Zeug echt klasse, mega. Also ich bin wirklich gespannt. Ja, ich zeige euch das, wie gesagt, nur in einer Schiffsschraube, weil ich glaube, für alle Schiffsschrauben haben wir keine Zeit. Das Video wird sowieso wieder ewig gehen, ich weiß das, aber ja, die ersten paar, die ja sich mit der Schiffsrumpfbemalung befasst haben, die waren teilweise ein bisschen kurz. Das habe ich ja schon mal erläutert. Deswegen, ja, ich versuche euch hier ein bisschen mehr Material mitzugeben. Und ja, gucken wir mal. Ne? Aber wie gesagt, dieses Wachs ist echt, also Wahnsinn. Wahnsinn, wie das glänzt. Wahnsinn, wirklich. Also es kommt natürlich in der Kamera nicht rüber, aber ihr könnt euch, ne, so grob der Fokus spiegelt gerade schön. Das Headlight ist natürlich hier schön drauf beleuchtet. Also Wahnsinn, Wahnsinn, wie das glänzt. Schön. Ja, wie ich gesagt habe, also diese Prozedur werde ich jetzt mit den anderen Schiffsschrauben natürlich wiederholen. Das werde ich natürlich schön offset machen. Und ja, wenn wir das dann haben,
Dann bringen wir dann das Kernstück der Schiffsschraube und die Schiffsschraubenblätter natürlich dann zusammen und sehen uns dann im Final Moment des Ganzen wieder. Also, Freunde, bis gleich. So. Grüße an Tobi. So, wie ihr seht, wir haben die Teile fertig gemacht. Und das heißt, wir werden jetzt die einzelnen Flügel mit den dazugehörigen Kernen verbinden. Ich nenne sie jetzt Kerne. Komm, scheiß doch drauf. So. Wo sind wir? So, ich schiebe das mal hier dran, dann sieht man das auch anständig. So. Jetzt seht ihr alles. Keiner beschwert sich. Wunderbar. Gut, hier haben wir die Kerne. Ich guck mal immer nach diesen Halbmonden. Wir haben hier unten haben wir Halbmonde. Ich versuche das mal zu. Nicht so wirklich, ne? Glaubst du, es sind Halbmonde? Und die Halbmonde haben wir hier auf den Kernen auch. So, ich benutze Sekundenkleber, das sind ja Resinteile. Und Resin hält leider nur mit Sekundenkleber. So, wie ihr sehen könnt, erste Schraube ist dran. So, weiter geht's. Zweite. Anrücken. So, das letzte Schraubenblatt auf dieser Schraube. Sollte es vielleicht nicht so schnell machen. So. So, die erste Schraube haben wir. Also, mir gefällt einfach auch dieser. Diese Abteilung, dass das hier so schön angedeutet ist mit den Bolzen. Hier die Nummer an den Seiten. Stellenweise habe ich mich dann doch trotz Abkleben ein bisschen vermalt. Ja, hier sieht man das stellenweise. Seht ihr das hier? Ich glaube, da werde ich ein bisschen mit. Ich werde ein bisschen Farbe gleich in den Becher ein bisschen ein. Bisschen von der Grundierung in Becher füllen und damit einen ganz hauchdünnen Pinsel das versuchen rauszumalen. Sollte eigentlich kein Problem sein. So. Das heißt, ab zum zweiten. Ein bisschen Sekundenkleber drauf. So, kennen wir ja schon. So,
Machen wir direkt weiter. Wir wollen ja heute noch fertig werden. So. So, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Sekundenkleber und sofort läuft es raus. Letztes Schiffsschraubenblatt. So, dann haben wir das auch. Fantastisch, oder? Wie gesagt, ich werde damit ein bisschen Grundierung nochmal drüber gehen, aber ansonsten Wahnsinn, Wahnsinn. Sie gefällt mir mega gut. Sekundenkleber zugemacht. Dann die dritte Schiffsschraube, die ist ja als Ganzes. Die war auch im echten Leben als aus einem Stück. Und ja, so sieht die Lage aus. Schön, fantastisch. Mir gefällt einfach diese Optik mit den Bolzen. Das ist für mich das Highlight dieser Schiffsschrauben. Das war für mich quasi mit der Grund, habe ich eben schon mal gesagt, für mich der Grund, dieses MK1 Set zu nehmen. Gut, aber dann haben wir es gemacht. Ich bessere die ein bisschen aus, bringe die nachher am Rumpf an und dann sehen wir uns im letzten Schritt. Dann wieder. Bis gleich. Ja, ihr Jecken, da bin ich wieder. Also, unsere tollen Schiffsschrauben sind fertig. Ich lasse sie noch ein bisschen trocknen, damit das Wachs auch ein bisschen Zeit hat anzuziehen und werde sie dann in Ruhe auf dem Rumpf aufbringen. Werde euch dann vielleicht ein Foto einblenden. Vielleicht zeige ich euch den Rumpf bei der nächsten Folge nochmal mit den Schiffsschrauben. Auf jeden Fall, ja, es ist super geworden. Ich bin sehr froh, dass ich den Tipp mal mit dem Wachs irgendwann mal gefunden habe. Also haben wir die Schiffsschrauben nun endlich auch erledigt. Wunderbar, ich freue mich wirklich sehr, dass das mit den Schiffsschrauben so gut geklappt hat. Das war es aber auch schon für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wir werden wahrscheinlich dann tatsächlich mit dem C-Deck anfangen, den Anker auf dem... Da kommt die Katze. Hallo Katze, bist im Video. Herzlichen Glückwunsch, hast einmal geschafft. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja, mit dem theoretisch würde nur noch der Anker fehlen. Der Anker, den werde ich wahrscheinlich erst am Ende bauen, wenn ich ungefähr weiß, wo dann das Welldeck vorne am Bug sitzen wird, um einfach anzupassen, wie die Kette dann da rein kommen wird. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch übrig zu sagen, tschüss Katze. Schön, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich freue mich über jedes Däumchen, jedes Abonnement und jeden Kommentar, die ihr auch immer sehr fleißig schreibt, die ich euch auch wirklich versuche zu beantworten. Und ja, dann würde ich nicht länger euch aufhalten wollen. Ich wünsche euch was, macht es gut, grüßt mir die Welt da draußen und bis neulich. Tschüss.